Also, gar nicht. Doch, konzentrier dich. Das ging das auch so hin. Ja? Aber dass Christian reingewählt wurde, oh mein Gott. Die Zuschauer haben eine gute Auswahl getroffen. Aber nicht bei Ich will dir keinen Druck machen. Ja, ich denke, dass ich gut vorbereitet bin, viel gelernt habe. Ich hoffe einfach, dass ich keinen Blackout bekomme. Ich werde mein Bestes geben, habe gelernt wie eine Wilde und ich freue mich. Ich vertraue denen vollkommen, die reißen sich echt den Arsch auf. Oh Gott. Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht? A, der Staat, B, die Bundesländer, C, die Eltern und Erziehungsberechtigten oder D, die Schulen? In Deutschland entscheiden die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, ob ein Kind in den Kindergarten geht, also ist die Antwort C. Welche Lebensform ist in Deutschland nicht erlaubt? D. Ein Mann ist mit zwei Frauen zur selben Zeit verheiratet. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Antwort ist, denke ich, C, Presse. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland A, Einheit, B, Koalition, C, Ministerium, D, Fraktion. Ich nehme A, Einheit. Mann. Wer wählt den die Bundeskanzlerin in Deutschland? Die Antwort ist D. Was versteht man unter dem Recht der Freizügigkeit in Deutschland? Man darf doch nackt rumraufen, wenn man Bock hat, oder? Ich nehme D. Wie heißt Deutschlands aktuelles Staatsoberhaupt? B. Bodo Ramelow. Falsch. D. Joachim Gauck. Nein. Und Olaf Scholz ist, meine ich, der mit der Augenklappe. Ich nehme Antwort C. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Ich nehme C, Finanzamt. Ich hoffe, alles von Ordnungsamt eigentlich nehmen. Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man B oder C. Ich entscheide mich für B, freie Marktwirtschaft. Ach, shit, C, wusste ich's doch, ey. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Boah, wie sicher ist das denn, ja? DDR. DDR ist da, wo die Mauer gefallen ist, ne? Boah, ich mach einfach Ene, Mene, Mu, ja? Ene, Mene, Mu, raus bist du. Ich nehm A, Hessen. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben und mehr als die Hälfte richtig. Mein Ergebnis ist top. Also ich möchte meinen, dass ich alle Fragen richtig beantwortet habe. Zwei Fragen habe ich nicht geschafft, aber das waren eigentlich auch zwei Fragen, die ich hätte schaffen können. Ja, Hauptsache ich habe einen Punkt bekommen. Also hätte ich gar keinen Punkt, wäre ich schon enttäuscht. So ist das halt.